Hallo liebe Leute von heute und herzlich willkommen zum Infovideo September 2024. Ich denke, ich werde es wahrscheinlich so nennen. Und zwar geht es in diesem Video einfach darum, dass ich euch ankündigen möchte, wie es in den nächsten Tagen auf diesem Kanal weitergehen wird. Eines kann ich auf jeden Fall schon sagen, es wird auf jeden Fall diesen Kanal weitergehen, aber wie gesagt, möchte ich mit euch mal genauer besprechen. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich noch eine wichtige Sache loswerden. Und zwar möchte ich auf jeden Fall einen großen Dank euch aussprechen für eure Unterstützung und für das Interesse, was ihr an den Videos und an den Kanal habt, wo die Videos hochgeladen werden. Aktuell liegt die Zahl der Abonnenten bei 101 für diesen Kanal, was schon mal eine gute Zahl ist für einen kleinen Kanal wie meinen. Und ich möchte mich auf jeden Fall herzlich an allen, die meinen Kanal abonniert haben, bedanken, dass ihr, wie gesagt, Interesse an diesem Kanal habt, dass ihr Interesse an den Videos habt und dass ihr dem Kanal treu bleiben möchtet. Klar, es ist natürlich so, ich habe das ja auch in den letzten Wochen beobachtet, dass die Zahl runter und mal wieder hochgegangen ist und so weiter, weil klar, es gibt auch Leute, die sagen, na, der Content auf diesem Kanal interessiert mich nicht mehr, ich deabonniere den Kanal. Das ist jedem oder jeder überlassen. Damit muss ich halt leben, ganz einfach. Ne? Aber es freut mich umso mehr, dass es Leute gibt, die einfach sagen, wow, der Content gefällt mir, auch wenn ich zugeben muss, dass der aktuelle Content recht monoton ist. Da bin ich auch ganz ehrlich, was das betrifft. Aber darauf gehe ich noch später ein. Aber wie gesagt, es freut mich ungemein, dass ihr mich dadurch unterstützt und dass ich halt die Motivation auch dadurch finde, weiterhin Videos für euch zu machen. Das freut mich auf jeden Fall sehr und ihr seid da wirklich eine tolle Unterstützung, was das betrifft. Als nächstes möchte ich gerne darauf eingehen, wie der momentane Stand der Dinge auf dem Kanal ist. Und zwar wird es diejenigen aufgefallen sein, die meinen Kanal schon länger verfolgen, dass auf meinem Kanal nicht mehr so häufig viele neue Videos hochgeladen worden sind oder veröffentlicht worden sind. Vor allen Dingen was das Let's Play zu Briley Witch Chronicles betrifft. Das liegt zum einen daran, dass ich aus beruflichen sowie auch aus privaten Gründen einfach nicht genügend Zeit und auch die Lust, ehrlich gesagt, dazu gefunden habe, weitere Aufnahmen für dieses Let's Play zu machen. Das Let's Play zu Thimmerweed Park ist nicht davon betroffen, weil ich die Aufnahmen schon bereits länger fertig hatte. Aber aktuell habe ich, wie gesagt, bei Briley Witch Chronicles das Problem, dass ich einfach nicht dazu komme, weitere Videos oder zumindest regelmäßiger Videos dazu zu machen. Was auch noch dadurch erschwert wird, dass das bisherige Buch, was wir gespielt haben, also man muss sich das so vorstellen, das Spiel Briley Witch Chronicles basiert ja auf die Romane von der Macherin dieses Spieles. Und sie hat ja 4 Romane in dieses Spiel mit eingebaut, beziehungsweise die Geschichten der 4 Romane eingebaut. Und aktuell befinden wir uns noch im zweiten Buch, wir gehen aber schon in das dritte Buch über. Und das zweite Buch hat es mir echt schwer getan, die Geschichte zu mögen, sage ich mal so. Das liegt zum einen daran, dass besonders bei diesem Buch die Hauptfigur nicht so sympathisch rüberkommt. Ja, sie soll menschlich wirken, sie soll auch Aktionen machen, die typisch menschlich ist, dass man nicht davor überlegt und irgendetwas zu flexibel reagiert und so weiter, aber manchmal reagiert sie da so recht verlogen an ein paar Situationen, was mir nicht so gut gefällt. Und sie ist auch widersprüchlich bei dem, was sie tut. Also wenn sie zum Beispiel sagt, nein, das habe ich gar nicht getan und so weiter. Und im Endeffekt hat sie es doch getan, so wie es ihr angeprangert wird. Dann, ja, hinterlässt das nicht unbedingt einen guten Eindruck, was die Figur betrifft. Und auch ein paar Dialoge haben mir überhaupt nicht gefallen, weil sie ein bisschen so Richtung unterste Schublade so waren. Besonders die Dialoge zwischen Briley und Joran haben mir echt nicht gut gefallen, weil sie so extrem klischeehaft gemacht worden sind. Und klar, jetzt kann man damit ankommen, für wegen, ja, da war noch Magie da im Spiel gewesen und sie wurde dadurch beeinflusst und den ganzen Quark, aber das wirkte einfach so mega kitschig, so mega klischeehaft aufgezogen, das Ganze, und das war
echt nicht sehr angenehm gewesen, das Ganze. Aber ich kann euch garantieren, dass es besser wird. Es gibt zwar noch ein paar Sachen, wo ich dann sagen würde, oh Mann, das ist mal wieder ziemlich unangenehm. Aber wir sind ja jetzt beim Übergang vom zweiten zum dritten Buch und ab diesem Zeitpunkt wird das Ganze wirklich wesentlich besser, weil wir auch nun endlich auch ein bisschen herumreisen können, ein bisschen mehr in Richtung RPG machen können auch. Wir können auch Sachen einkaufen und so weiter und das wertet die ganze Geschichte noch ein bisschen mehr auf. Und auch handlungstechnisch wird Briley Witch Chronicles besser, das kann ich auf jeden Fall versichern. Das ist das eine, was ich loswerden wollte, wie der momentane Stand bei dem Let's Play von Briley Witch Chronicles aussieht. Da werde ich auch nochmal eine kleine Anpassung machen, dass ich da nicht großartig jetzt sagen werde, dass jetzt jeden Sonntag eine neue Folge kommen wird, sondern an manchen Sonntagen aktuell, weil wie gesagt, ich einfach nicht die Zeit dazu finde, jetzt noch schnell regelmäßig neue Folgen aufzunehmen und so weiter. Das wird aktuell zumindest, wie gesagt, nicht so schnell der Fall sein. Das wirkt sich in gewisser Weise auch auf das Let's Play am Samstag aus. Und zwar ist es aktuell nämlich so, dass nach dem Let's Play von Thimereed Park erstmal kein weiteres Let's Play verfügbar sein wird. Aus dem einfachen Grund her, dass ich noch nicht angefangen habe, Freelancer zu spielen. Und da möchte ich auch nochmal was Besonderes dazu loswerden. Und zwar wird es ab Freelancer so sein, dass jedes Let's Play, was ich an den Samstagen präsentiere, ein Community-Let's Play sein wird. Das bedeutet, dass das Let's Play, was ich präsentiere, von euch bestimmt wird. Und zwar wird es so sein, dass ich zu jedem Let's Play, was ich angefangen habe, eine Umfrage starte, welches Spiel als nächstes gespielt werden soll. Und dabei schlage ich euch 4 Spiele vor, die mir so in den Sinn kommen. Das werden in den meisten Fällen 2 ältere und 2 Indie-Games sein, die zur Auswahl gestellt werden. Und das Spiel, was bei der Umfrage die meisten Stimmen erhalten hat, wird von mir Let's Played. Das dient einfach dazu, dass ihr auch einen Einfluss auf diesen Kanal haben sollt, indem ihr selbst bestimmen könnt, was ihr gerne auf meinem Kanal sehen möchtet. Und wie ich bereits schon gesagt habe, wird es erstmal so sein, dass an den Samstagen nach Thimereed Park erstmal kein weiteres Let's Play verfügbar sein wird oder beziehungsweise ich kein weiteres Let's Play erstmal präsentieren kann, weil ich zunächst erstmal gerne Freelancer in Ruhe durchspielen möchte, damit genügend Futter für euch, sage ich mal, vorhanden ist, damit ich das dann in den darauffolgenden Samstagen veröffentlichen kann. Deswegen möchte ich euch darum bitten, jedenfalls Verständnis dafür zu haben. Und sobald ich das Spiel durchgespielt habe und auch feststeht, wann es dann weitergehen wird an den Samstagen, werde ich euch auf jeden Fall rechtzeitig informieren. Was die Freitags-Let's Plays betrifft, das bleibt so wie gehabt. Da werden halt so kleine und feine Let's Plays reinkommen, wie das zum Beispiel bei TV Sports Basketball der Fall war. Und auch Maniac Mansion ist ja mit einbegriffen, wo ich ja auch reinstellen werde, die Let's Plays dazu. Aber wie gesagt, da muss ich auch einfach mal die Zeit und Lust dazu finden, mich mal dran zu setzen. Jetzt kommen wir zu einem, zumindest meiner Meinung nach, unangenehmeren Teil dieses Infovideos. Denn es geht nämlich um die Let's Plays, die ich vor Jahren mal begonnen, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr weitergespielt und abgebrochen habe. Das betrifft jedenfalls lediglich 2 Let's Plays, und zwar zum einen Al-Qadim und der Fluch des Djinns und Knights of Pen and Paper Plus One Edition. Diese beiden Let's Plays werde ich voraussichtlich Ende des Jahres von meinem Kanal löschen. Der Grund dahinter ist für mich persönlich der, dass ich gerne auf jeden Fall Let's Plays auf meinem Kanal zeigen möchte, die ich auch für euch durchgespielt habe. Und ich finde es einfach sehr schade, wenn da Let's Plays mit drin sind, die ich nicht zu Ende geführt habe und natürlich irgendwelche Fragen auch entstehen von wegen, ja, wann kommt denn die nächste Folge denn mal endlich und so weiter. Weil es eh sehr schwer ist, den letzten Spielstand, den ich da hatte bei den beiden Let's Plays, rekonstruieren zu können. Das heißt, ich müsste theoretisch die Spiele nochmal für mich selbst nochmal neu anfangen und dann bis zu dem Punkt spielen, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin
Und das ist schon eine mühselige Geschichte, wenn ich das sagen darf. Und zum anderen wird es auch so sein, dass da einige Veränderungen stattgefunden haben werden. Also dass es doch Unterschiede zu dem ursprünglichen Let's Play gibt. Weshalb ich mir in dem Fall denke, okay, wenn ich wirklich dann bis zu dem Punkt nochmal spielen will, dann mache ich das komplett nochmal neu. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich bei diesen beiden Titeln auch einen falschen Ansatz verfolgt habe. Bei Al-Qadim und der Fluch des Djinn war es zum Beispiel so gewesen, dass ich vorher das Handbuch nicht gelesen habe. Und das ist eines der älteren Spiele, wo man am besten vorher das Handbuch mal gelesen haben sollte, um die Steuerung zu beherrschen und so weiter. Falls jemand das alte Let's Play gesehen haben sollte, ich hatte da zum Beispiel Probleme gehabt mit der Steuerung, weil mein Charakter zum Beispiel für eine Weile rückwärts gelaufen ist und so weiter. Und ich habe mich immer gewundert, woran lag das, bis ich dann den Hinweis bekommen habe, ich sollte dann die entsprechende Taste drücken und dann ging es wieder. Und das habe ich dann halt vorher nicht gelesen, weil ich überhaupt nicht das Handbuch aufgemacht habe und es gelesen habe, was schon mal ziemlich unangenehm ist in dem Fall. Und bei Knights of Pen and Paper Plus One Edition war es zum Beispiel auch so gewesen, dass man ja Nebenquests hatte, die man angehen konnte. Und die habe ich verpasst und ich habe dann auch ein paar kleine Fehler gemacht und theoretisch müsste ich das Ganze nochmal neu angehen. Die Frage stellt sich allerdings auch, ob ich diese beiden Spiele überhaupt nochmal Let's Playen möchte. Bei Al-Qadim und der Fluch des Djinn muss ich ganz ehrlich sein, ich habe dann momentan nicht wirklich so die Lust darauf, das Spiel nochmal zu spielen. Ich hatte auch damals eine Begründung gegeben, warum ich damit aufgehört habe und so weiter. Und entsprechend ist da die Luft raus aktuell. Bei Knights of Pen and Paper Plus One hätte ich wieder Lust darauf, weil es war eigentlich ein ziemlich lustiges Spiel gewesen. Und ich würde das irgendwann wieder mal für euch zocken wollen. Wann genau, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also da bräuchte ich noch Luft, um halt dieses Spiel wieder spielen zu können. Um es ganz salopp zu sagen. Aber wie gesagt, ich wollte das auf jeden Fall loswerden, bevor ihr euch wundert, warum diese beiden Let's Plays nicht mehr verfügbar sein werden. Weil wie gesagt, ich möchte keine abgebrochenen Let's Plays mehr auf meinem Kanal sehen und dementsprechend bitte ich da auch um Verständnis, warum ich diese Entscheidung da treffe. Ihr könnt das natürlich gerne reinschreiben, was ihr davon hält, ob das eine gute Idee ist und so weiter, aber ich denke, das wird definitiv eine finale Entscheidung für mich sein. Der nächste Punkt, den ich gerne mit euch besprechen möchte, ist, dass ich mal abgesehen von den Let's Plays und Reviews, die ich auf meinem Kanal mache, gerne noch weitere Arten von Videos veröffentlichen wollte. Ich hatte nämlich damals schon angedeutet, dass ich gerne mal andere Arten von Videos zeigen wollte und ich hatte ja vor ein paar Monaten ein solches Video mal rausgebracht und zwar war das diese Witzesammlung von Cyber Larry 2000 aus Leisure Suit Larry Casino, was ich euch präsentiert habe. Das war aber so ein Just for Fun Ding gewesen, was ich dann rausgebracht habe, weil ich mir gedacht habe, ja, das könnte euch gefallen oder so. Aber ich wollte gerne nochmal so zwei oder drei mögliche Projekte an den Start bringen und mit euch darüber reden, was das für Projekte sind und euch danach fragen, was ihr davon haltet. Ich wurde zum Beispiel vor einiger Zeit von einer lieben Freundin von mir gefragt, ob ich mit ihr zusammen mal ein Let's Play-Projekt beginnen möchte. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was wir zusammen spielen wollten, aber das wäre zum Beispiel auch etwas, was mir da in den Sinn kommen würde, ein sogenanntes Let's Play Together zu machen, wo ich halt ein Spiel mit einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin spiele und das Ganze aus meinem Blickwinkel gezeigt wird und auf dem Kanal des anderen halt aus dessen Blickwinkel präsentiert wird. Dann hatte ich überlegt, eine Videoreihe mit dem Namen Lost Games zu machen. Und zwar geht es unter anderem um Spiele, die nicht veröffentlicht worden sind oder beziehungsweise nicht fertiggestellt worden sind. Jüngstes Beispiel wäre das Spiel Life by You von Paradox. Das sollte ein Konkurrenzspiel zu Die Sims werden. Dann gibt es wiederum andere Spiele, die es mal auf dem Markt gab, aber dann wieder vom Markt genommen worden sind oder die online verfügbar waren, aber deren Server irgendwann abgeschaltet worden sind. Das betrifft vor allen Dingen so MMORPGs wie zum Beispiel Star Wars Galaxies. Dann gibt es wiederum Spiele, die ursprünglich hätten so sein müssen oder so sein sollen, aber im Verlauf der Entwicklung sich drastisch verändert haben, wie zum Beispiel Ultima 9 Ascension. Da gibt es ja halt die Geschichte mit dem
Bob White Plot. Darüber würde ich auf jeden Fall gerne auch mal ein ausführliches Video machen wollen. Und zu guter Letzt auch Spiele, die zwar veröffentlicht worden sind als Vollversion, aber nicht alle Features bekommen haben, die von den Entwicklern so versprochen worden sind. Ein moderneres Beispiel wäre in dem Fall Them's Fighting Herds. Das wäre ein Projekt, was ich sehr gerne für euch machen würde, weil es mich wirklich brennend interessieren würde, warum diese Spiele leider nicht so geworden sind, wie sie ursprünglich mal gedacht waren oder warum sie nicht mehr vorhanden sind. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen wollen, wenn ihr das auch so möchtet. Und dann würde ich auch noch so eine Serie machen wollen, was weiß ich, gute Spiele, schlechte Spiele. Da würde ich jeweils 5 gute und 5 schlechte Spiele aus meiner Sammlung nehmen und euch präsentieren wollen und dabei erklären, warum ich die Spiele gut finde und warum nicht. Und da frage ich euch natürlich jetzt, ob ihr Interesse an diesen Projekten hättet. Würdet ihr gerne Let's Plays mit mir und anderen Leuten sehen wollen? Interessiert ihr euch an Dokumentationen über Spiele, die es so nicht mehr gibt, so ganz grob formuliert? Oder. Also schreibt es bitte in die Kommentare auf jeden Fall rein, damit ich weiß, ob euch das wirklich so interessiert oder ob ihr auch eine andere Vorstellung hättet. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, was ihr gerne auf meinem Kanal mal sehen möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung und bin sehr gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt. Last but not least komme ich noch auf einen Punkt, der auch sehr wichtig ist. Und zwar, mir ist in den Videos, die ich für euch gemacht habe, aufgefallen, dass ich nicht so stark auf euch eingegangen bin. Dass ich da nicht so gefragt habe von wegen, ey, hat euch die Folge gefallen oder sonst irgendetwas. Und deswegen möchte ich euch einfach mal fragen, bei den Videos und bei dem ganzen Kanal, den ich für euch mache, gibt es bestimmte Dinge, wo ihr wirklich sagen würdet, ey Malle, das sind so Dinge, das müsstest du nochmal verbessern oder das läuft aktuell sehr gut, das solltest du auf jeden Fall so beibehalten. Da möchte ich einfach von euch ein Feedback haben, was ihr zu den aktuellen Videos sagt und was man da so noch tun könnte. So, das waren auf jeden Fall alle Punkte gewesen, die ich da nennen wollte, die ich euch erklären wollte. Ja, und mir bleibt nur noch eines zu sagen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video war für euch informativ gewesen, damit ihr dann Bescheid wisst, wie es dann auf dem Kanal weitergehen wird. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Und bis hoffentlich bald. Ciao und mach's auf jeden Fall gut. Euer Malle.